Sein Mut wird reichlich belohnt, auch wenn er seine komplette Karriere aufs Spiel setzt. Er könnte alles verlieren und das ist ihm bewusst. Doch mit diesem Zusammenhalt hat niemand gerechnet. Die Palästina-Supporter katapultieren Macklemore an die Spitze. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Der US-Rapper bricht sein Schweigen. Er kann nicht mehr tatenlos zuschauen, wie die Armee einen Genozid nach dem anderen an das palästinensische Volk verübt. Auch die Proteste der Studenten motiviert ihn. Somit entsteht sein neuester Song für diese Bewegung und erreicht innerhalb weniger Tage knapp 200 Millionen Klicks. Alle Einnahmen aus dem Song werden an den Gazastreifen gespendet. Während die Medien ihn als Antisemiten hinstellen wollen und zum Boykott aufrufen, passiert auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Denn alle Palästina-Supporter pushen den Song und den Künstler. Dadurch bricht der Rekord. Allein in den letzten Tagen haben ihn 1 Million neue Menschen abonniert, seinen Song auf Dauerschleife abgespielt und machen ihn zur mächtigen Stimme auf den Palästina-Demos. Der Zusammenhalt ist einfach unglaublich. Außerdem werden Leute wie die Kardashians, Justin Bieber oder auch andere Stars blockiert. Ihnen wird die Power genommen, da sie ihre Reichweite für Schlechtes einsetzen. Das Ganze nennt sich Blockout und soll den Stars zeigen, dass sie nicht machen können, was sie wollen.